Dresden ist für mich nicht nur eine, sondern die Stadt, in der ich gerne lebe. Und ich lebe deshalb gerne hier, weil ich spüre, wie die Vorfahren, die hier gestaltet, gebaut und gelitten und gearbeitet haben, etwas zustande gebracht haben, indem sie Hervorragendes, für uns Nutzbares, Schönes zum Bereichern unseres Lebens geschaffen haben und sie dem Fluss und der Landschaft und dem Elbtal die Würde gelassen haben. Oft gegen Kommerz und sicher oft gegen berechtigte andere Interessen. Ich bin für den Tunnel, weil wir die Verkehrslösung brauchen. Das ist für mich unbestritten. Das Blaue Wunder büßt bereits seit Jahrzehnten seine Funktionsfähigkeit schrittweise ein, bis zu dem Punkt, wo es eines Tages abgeschlossen sein muss und zugeschlossen werden muss. Und auch die Carola-Brücke ist nicht mehr voll funktionsfähig. Da ich für mich das Weltkulturerbe eine überhaupt nicht diskutable Größe ist, sondern ein Titel, der uns auszeichnet, der uns erhebt und der uns mit den Bemühungen der Weltkultur verbindet in der ganzen Welt und der letztlich auch zum Wiederaufbau der Frauenkirche geführt hat, dieser Geist. Deswegen bin ich für den Tunnel. Er verbindet alle Anstrengungen und schafft im Endeffekt in diesem Bemühen und in diesem Streit nur Gewinner.